Bitte, Herr Kollege Glauber. Bitte schön. Danke, Frau Präsidentin, verehrtes Präsidium, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Kirchner, eigentlich kennen wir Seehofers Märchenstunde. Ich wusste nicht, dass Sie auch für Märchenstunden gemacht sind, aber dass Sie ein Parlament und die bayerischen, dass Sie die bayerischen Bürger und ein Parlament im Prinzip so veralbern wollen und die Fragen immer beantworten, dass Sie eigentlich vorausschauende Politik machen, das ist schon ein starkes Stück. Vorausschauende Politik sieht anders aus und der bayerische Ministerpräsident hat immer gesagt gehabt, dass Bayern das leuchtende Vorbild ist. Sie sind in vielen Bereichen und in der Energiewende komplett leuchtendes Vorbild schuldig geblieben. Das muss man mal ganz klar sagen. Sie sind in einen Energiedialog gegangen und die große Aussage am Ende der Wirtschaftsministerin war 2-x. Und alle Bürgerinitiativen, alle aus Ihrer Region und lieber Herr Kirchner aus Unterfranken, wenn ich den Kollegen Schwab da hinten sitzen sehe, wenn ich dann den Kollegen Reis in den letzten Pressemitteilungen sehe, ich wünsche Ihnen viel Spaß, wenn Sie jetzt nach Hause kommen und mit Ihrem X als Null, mit einer klaren Null aus Berlin sind Sie zurückgekommen. Sie haben nichts verhandelt, Sie haben keinen Erfolg. Und da bin ich mal gespannt, wie Sie das den Bürgern erklären wollen, denn bis jetzt ist ja nicht einmal die Trassenführung wirklich real auf den Tisch gelegt. Es ist ja wieder alles auf Null gestellt. Wir wissen nicht, wo Endpunkte sind. Man weiß nicht, ob es vielleicht dann doch wieder andere Routenführungen sein werden. Sie werden am Ende, und das sage ich Ihnen voraus, und jetzt kommen wir nämlich wieder in die Märchenstunde. Sie haben diesem Parlament, Sie haben den Bürgern hier erklärt, dass diese HGÜ-Leitungen für die Wirtschaft Bayerns, für die Versorgungssicherheit, für die bayerischen Bürger so notwendig sind, damit Sie fertig sind 2022. Wenn Sie jetzt mit Erdverkabelungen kommen, die Sie nicht mal noch wissen, wohin Sie sie führen wollen, dann glauben Sie doch selbst nicht daran, dass wenn man weiß, wie schwierig es ist, Erdverkabelungen dann zu realisieren, glauben Sie doch selbst nicht daran, dass Sie 2022 diese Leitungen fertig haben werden. Und jetzt kommen wir auch langsam dorthin, wohin die Richtung gehen soll. Sie vertreten eine Politik, dass Europa, dass Bayern, dass Deutschland eine Kupferplatte werden soll. Wollen Sie das? Wollen Sie im Prinzip, Sie werden am Ende Temelin-Strom über Ihre Isar-Route nach Norden transportieren. Sagen Sie es doch den Bürgern, dass Sie im Prinzip Atomstrom quer durch Deutschland transportieren, Kohlestrom wieder zurücktransportieren. Sie wollen doch gar nicht auf dezentrale Strukturen setzen. Sie wollen keine erneuerbaren Energien. Aber das müssen Sie den Bürgern erklären, wie Sie später mit diesen Routen, wie Sie mit dieser Kupferplatte zurechtkommen. Eins muss Ihnen klar sein. Hier in Bayern haben die Kommunalwerke, hier in Bayern haben die Stadtwerke investiert und diese Stadtwerke, die Kommunalwerke, es ist angesprochen worden, wie in Niederbayern momentan im Chemiedreieck sogar Kraft-Wärme-Kopplungen. Ja, Herr Huber, wie im Chemiedreieck Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen abgeschaltet werden. Die Wärme wird dort nicht genutzt, warum? Weil wir nämlich zu viel Strom auf dem Markt haben. Wir produzieren klimaschädlichen, billigen CO2-Strom, der dann dazu führt, dass im Prinzip rentable Kraft-Wärme-Kopplung mit hohen Wirkungsgraden, in denen unsere Kommunalwerke investiert haben, in denen sie sich engagiert haben, die bleiben auf der Strecke. Und das haben wir Ihnen zu verdanken. Und dann fahren Sie nach Berlin und erzählen auch noch, dass Sie hier einen Erfolg haben. Das ist ein starkes Stück und eine große Frechheit für die Energiewende und vor allem auch für alle, die in den Kommunen investiert haben. Wir werden Ihnen beweisen, dass Sie mit dieser Trasse oder mit diesen beiden Trassen völlig falsch liegen. Die Bürger werden Ihnen diesen Weg nicht mitgehen. Und wenn es so sicher wäre, wie Herr Kirchner sich hier hinstellt und sagt, jetzt ist alles wunderbar, warum ist es denn dann so, dass seit einer Woche die Zeitungen nicht mehr zugehen? Warum ist es dann seit einer Woche so, dass sich der Ministerpräsident und die Wirtschaftsministerin gegenseitig auf die Schulter klopfen, wie toll sie sind? Und dann müssen Sie heute noch einen wunderbaren Antrag stellen, in dem Sie dann noch einmal
ihre Jubelarien von sich geben, wenn sie so sicher wären und wenn sie gut verhandelt hätten, müssten sie jetzt nicht, wie vom Ministerpräsidenten angekündigt, über die Lande fahren, um dort zu besänftigen. Nee, sie haben kein Konzept. Sie sind in dem Energiewende-Konzept immer schuldig geblieben, zu sagen, eine Energieversorgung für die Bürgerinnen und Bürger. Und ich sage Ihnen noch was. Sie sind diejenigen, die es in der Berliner Koalition, sind Sie dafür verantwortlich, dass es jetzt ein Ausschreibungsmodell gibt. Und das passt genau zu Ihrer Idee der HGÜ, zu der Idee der HGÜ-Leitungen. Weil mit diesem Ausschreibungsmodell werden Sie die alten Oligopole stärken. Und das ist Ihr Interesse. Sie werden dafür sorgen, dass das ist so. Herr Pschierer, das ist so, das wissen Sie genau. Sie werden mit dem Ausschreibungsmodell die Bürgerinnen und Bürger nicht Teilnehmer dieser Energiewende sein lassen wollen. Und dann schauen Sie nach Unterfranken. Dann erklären Sie es den Oberpfälzern, erklären Sie es den Oberfranken, die jetzt hergegangen sind und haben im Windkrafterlass ihre Vorrangflächen ausgewiesen, die ihren Teil für die Energiewende bereit waren. Auf diesen Vorrangflächen wollten Sie Trassen bauen. Das muss man Ihnen sagen. Die Bürger wollten Bürgerenergiewende und Sie wollen Stromautobahnen ohne Auf- und Abfahrt. Das ist Politik, die wir Freie Wähler nicht teilen. Wir wollen eine regionale, dezentrale Energiewende und wir gehen einen anderen Weg.